Hallo und herzlich willkommen zur 91. Lesung eines regulären Beitrags aus meinem Blog rksalp.org. Diesmal Sozialvertragstheorie gestern und heute. Wenn man Kants Auflistung der Fragen, die man stellen muss, was kann man wissen, was soll ich tun, was kann ich hoffen, was ist der Mensch, als Basis nimmt, ist eine der zentralen Antworten wohl das Zusammen- und oder getrennt Leben der Menschen mit sich und der Umwelt regelt. Und damit ist man dann direkt bei der Sozialvertragstheorie. Damit hat sich schon Aristoteles in Politik beschäftigt. Grob beschäftigte er sich da mit zwei Unterpunkten. Wer soll bestimmen und wie sollte es sein? Wer sind bei ihm entweder einer, einige oder mehr oder weniger alle? Das wie beschreibt er etwas aus dem Gedächtnis wiedergegeben? Also von mir als legitim im Interesse der Gemeinschaft und nicht bloß Eigennutz. Daher unterscheidet er immer zwei Varianten: Monarch und Tyrann, Aristokratie und Oligarchie und Konsens und Mehrheitsdemokratie. Am besten fand er laut seinen Büchern die Monarchie. Naja, sonst hätte sein Werk wohl eventuell nicht die Herrschaft von Alexander und was dann kam überlebt. Beziehungsweise der Herrscher der Makedonen hätte einen anderen Erzieher oder genau für Alexander gewählt. In Bezug auf Demokratie stellt er beim demokratischen Verfügungsrahmen auf das Vermögen der Reichen die Frage, ist das gerecht? Deshalb nannte er eine Demokratie nur dann legitim, wenn man sich im Konsens befand. Und zwar so, dass keine Partei, keine Gruppe sich eine andere Verfassung wünscht. Die verschiedenen Bürgergruppen sollten sich also auf eine Ordnung oder einen Sozialvertrag einigen, bei der keiner lieber einen anderen hätte oder die zumindest jeder tolerierbar findet. Aristoteles schrieb zwar selbst ziemlich viel darüber, wie ein moralisches Gemeinwesen von den legitimen Machthabern aufgebaut werden solle, aber dennoch ist so eine Einigung mit allen wohl schwer zu erreichen. Aber Aristoteles war ja zumindest offiziell eh für einen Alleinherrscher. Da ist die Meinung der anderen dann nur wichtig, um über Legitimität zu entscheiden und oder Unruhe und ob Unruhe droht. Wichtig ist aber, sich zu merken, dass schon Aristoteles die Sorgen der Reichen ansprach, dass die Armen über den demokratischen Staat und ihr Vermögen zugreifen könnten auf ihr Vermögen. Diese Sorge gab es also schon zu Zeiten der attischen Demokratie. Vorher und nachher bis zu den Demokratien der neuen Zeit sind die Reichen dieser Sorge aus dem Weg gegangen, indem sie das Wahlrecht an Vermögen knüpfen. Also eine Oligarchie errichten. Wenn es die Monarchen, Tyrannen und Aristokraten denn zuließen. In England ging das nur als oligarchisch geordnete Monarchie. In Venedig wurden die Neureichen durch das Goldene Buch von der Herrschaft ferngehalten. Nur in Holland gab es zu derer ihrer goldenen Zeit mal eine echte Oligarchie der gerade reich gewordenen Freihändler. Das hielt aber nicht besonders lange. Vielleicht weil ökonomisches Geschick noch kein politisches garantiert. Wie auch immer, man sieht schön das Ringen zwischen den ökonomischen Reichen und den Herrschern mit ihrer Armee und um die Macht im Staat. Durch die schwache Zentralmacht konnten sich in der Mitte Europas mit den Fuggern und Co. im Mittelalter auch schon reiche Unternehmer und Banker gegenüber den einzelnen Herrschaften behaupten. Der Siebenjährige Krieg im 18. Jahrhundert hatte die Monarchen Europas dann so weit geschwächt, dass die Franzosen ihre demokratische Revolution durchführen und die USA ihre englische Krone abschütteln konnten. In England reichte es auch 1848 demokratisch noch nicht. Mit der Burt Machine im Süden der USA kam die beschriebene Sorge der Reichen zusammen mit ethischen Sorgen dann auch schon mal in einen demokratischen Sozialvertrag zur Blüte. Die Philosophen der Aufklärung hatten sich wie Kant nur vage und kurz zur Sozialvertragstheorie geäußert, der aber sogar zum Punkt, was man machen soll, wenn in einem Staat zwei Herrschaften entstehen. Oder wie Locke sich schon recht deutlich auf die Seite der Reichen gestellt. Geld könnte halt als Frucht der Arbeit nicht verderben, daher könnte man es unbegrenzt anhäufen. Nur John, Jacques, was auch immer, Rousseau,
Hatte da die Verteilungsfrage etwas ausgeglichener, wiederum grob aus dem Gedächtnis wiedergegeben gesehen. Der musste dann aber auch häufig umziehen, sogar zu Hume, und unterwegs mit Hunden klarkommen. Ja, Wikipedia-Artikel lesen wir da steht. Ach ja, Thomas Hobbes gab es in England auch noch. Der war dann mir für eine Einmalwahl eines Monarchen. Und die Freimarkt, also dieser Rousseau ist ein guter, wäre ich guter Punkt gewesen, ich vergessen, doch einen Abstecher zu den Religiösen zu machen. Weil, also Religiöse, das ist ja, so einmal setzen sich halt auch mal teilweise diejenigen dann durch, die, oder wo es halt so, wenn sich die Religion so weiterentwickelt, dass sie jemand nutzt, sie natürlich da auch gern gesehen. Und das ist halt auch bei den Reichen so. Also meistens sind oder auch bei den Herrschaften, also waren eigentlich beide, sowohl die Monarchen oder sonst irgendwas, dann halt so von Gott legitimiert. Und die Reichen haben dann halt nachgezogen, dass sie, das ist mit der, wenn, wenn das, das, das halt das, das Kohle anhäufen, da Legitimität zeigt. Und ja, muss nur noch die moralischen, deshalb bei den Religiösen halt das Problem, dass die halt ein bisschen am Text hängen. Da sollten sie dann lieber da gucken, sich halt überlegen, was so universell moralisch und dann halt das Gott das auch und so universell moralisch, Selbstanspruch. Und dann, ja, also alles, was dem entspricht, genau, nicht so an den Text. Und aber können sie natürlich machen, wie sie wollen, also Glaubensfreiheit und so, ja, genau. Und die aber kann da abmucken, ja, weil, genau, also, ja. Und die Freimakler und Proprietären Piketty als Interessenvertreter der Reichen und Staaten mit den aktuell oder meist besten Standortbedingungen. Proprietäre gingen und gab und geht es darum, dass man staatlich nicht auf ihr Vermögen zugreifen kann. Oder nur durch ein Parlament der Reichen. Ein wichtiger Unterschied. Die ersten reagieren nur aus Effekt der Sorge vor dem Zugriff des Monarchen oder eben des Volkes oder der Religiösen oder Oligarchen oder was auch immer, auf ihr Vermögen oder die Einkünfte daraus. Sie machen sich aber keine Gedanken darum, dass sie vielleicht auch mal untereinander auf Vermögen zugreifen müssen, um die Gemeinschaft zukunftsfähig zu gestalten und zu erhalten. Die zweite Gruppe, eben die mit Vermögensklassenwahlrecht haben daran gedacht. Die wollen also einen neuen oder geänderten Staat auf Basis eines neuen Sozialvertrags. Abstiegssorgen dürften hier aber schnell meist wieder zu einem goldenen Buch wie in Venedig führen. Außer man federt solche Ängste durch einen ausgleichenden Gesellschaftsvertrag ab. Anarchisten kann man ähnlich auch in zwei Gruppen einteilen. Diejenigen, die auch nur den Staat abschütteln wollen oder wollen aber mit Vermögensausgleich, und solche, die mehrere parallele Ordnungen und Staaten haben möchten, wo man sich dann aussuchen kann, wo man hin will. Das entspricht schon so mehr Meinung. Genau, aber muss man auch wissen. So etwas Ähnliches dürfte auch einigen konsequenten Anteilssammlern vorschweben. Also ein Staat, ein Staat mit denen, die man braucht, und sonst einfach so viel wie möglich von allem, was sie wollen. Und genügend Militär, um den Rest abzuhalten. Diese beiden Staatarten, so viel wie möglich für sich selbst, aber nachhaltig und konsequent, und die Kooperativen genug für alle und eher bedarfsgleich Staatler, nachhaltig und konsequent, also zu denen gehöre ich, also zu denen will ich gehören, also durch als Selbstanspruch, der Anteilssammlern, genau, ja. Dürften alle geordneten Wahlrechtsstaaten das Ergebnis des Ordnungsfindungsprozesses für die Demokratien werden. Auch die mehr oder weniger wohlwollenden Diktaturen wie China, Russland und die ex-sozialistischen Staaten dürften sich so entwickeln. Ja, wahrscheinlich auch die religiösen, also zumindest wenn sie nicht textlastig und dann, ja genau. Sie können natürlich auch textlastig, aber dann halt so mit in ihrem Teil und genau. Ja. Denn Marx hatte sich mit der Sozialvertragstheorie wenig beschäftigt, wollte wohl zumindest, dass ein paar seiner Kinder überleben, und musste daher auch mal Lohnarbeit leisten.
Er kam nur bis zum industriellen Ausbeutungsprozess von Arbeitern durch Neureich. Das hatte noch keiner beschrieben. Da gab es halt vorher, das gab es halt vorher noch nicht. Zu einem Konzept legitimer Herrschaft konnte er dann nicht mehr gelangen. Dieses Fehlen haben die real existierenden sozialistischen Staaten dann zunächst eben spontan, meist durch mehr oder weniger blutrünstige Alleinherrschaften gelöst. Dann durch Parteikaderherrschaften, aber ihr Volk wird sie wohl nur so lange tolerieren, solange sich nichts Besseres nachhaltig zur Wahl stellt und halt die Wahl tolerierbar in den Konsequenzen. Daher werden wohl auch diese Systeme den Weg zu Kooperativen oder nur wer nutzt Auswahlgemeinschaften gehen, mehr oder weniger rosig. Ich würde dann hoffen, dass sich die Kooperativen, Nachhaltigen und Vernünftigen aus allen Lagern sich global durchsetzen und eine stabile Weltordnung errichten, in denen sich auch zukünftig diese hinreichend, aber nicht mehr durchsetzen. Also ich bin nicht für eine Herrschaft, sondern für halt denen, die das wollen, so dass es tolerierbar ist und das ist halt jeder so genug und dass man aber auch hinreichend dann halt interveniert. Ja. Grüße erfordert manchmal Gruß. Ja. Aber zurück zum aktuellen Status quo. Seit der neuesten Zeit mit seinen Demokratien sind auch wieder die Sorgen der Wohlhabenden. Das hat uns eine neue Art von Sozialvertragstheorie eingebracht. Die streng individualistische von James M. Brown. Die zeichnet sich dadurch aus, dass in einer Verfassung, Vertrag nur das drinstehen soll, dem jeder freiwillig zustimmt. Und die staatlichen Institutionen sollten nur dürfen, was ihnen per Verfassung zugestanden wurde. Das löst dann zwar die Sorge der so besorgten Reichen, dass die Tyrannei der Mehrheit demokratisch ihnen ihr Vermögen nehmen könnte, da sie ja einfach nur solche einer Regelung Erlaubnis bei neuen Verfassungen nicht zustimmen müssen oder bestehende entsprechend mit mehr oder weniger vielen Tricks ändern. Genau. Aber sie erschaffen halt damit keinen Staat für sich selbst und für die und über den sie handlungsfähig werden. Sie schnüren sich quasi selbst mit ein. Deshalb sprach hier Aristoteles vom Wunsch einer anderen Verfassung. Nicht einfach vom Wunsch einer Verfassung und das, was man nicht will zu haben. Ohne das, was man nicht will zu haben. Natürlich geht es bei der streng individualistischen Version auch gerade um das Feilschen, darum, was man drin haben möchte und was man dafür freiwillig mit durchführt. Dennoch fehlt dieses Einstehen für eine weitere Verfassung, einen weiteren Staat, wenn einem die Bedingungen der anderen im aktuellen Staat als intolerabel erscheinen. Wenn man mit Schenken und Feilschen nicht mehr weiterkommt, bleibt halt noch und nur noch das aktive Nehmen. Überlebt hatten bisher nur die Staaten, die das hinreichend, vor allem auch hinreichend fair und begrenzt, damit es nicht zu unruhig wird, gemacht haben. Auch bei John Rawls, dem bekanntesten Sozialvertragstheoretiker nach dem Zweiten Weltkrieg, geht es nur um das freiwillige Aushandeln der von Vertragsklauseln einer Verfassung für alle. Zwar im Gegensatz zu Buran und Co. mit einem universellen moralischen Selbstanspruch und nicht einfach nur um Profit, mehr oder weniger nachhaltig. Aber allen diesen Theorien, auf denen auch unser von den ganzen Lippmanns und Co. ausgesuchtes Völkerrecht beruht, fehlt das nachhaltige und geordnete mit Eindenken von begrenzter geordneter Gewalt mehr oder weniger fair, wenn man sich nicht einig wird. Denn es bringt halt nichts, eine Moraltheorie nur mit den beiden Bällen Schenken und Feilschen aufzubauen, wenn in der Realität noch doch immer wieder auch der dritte Nehmen mit auftaucht. Der Sinn von Sozialverträgen ist zwar gerade, diesen dritten Ball als Monopol den staatlichen Institutionen zu übergeben, aber was macht man, wenn man keinen Sozialvertrag hat oder, wie Aristoteles noch mit einkalkulierte, einen anderen Menschen? Unser aktuelles Völkerrecht ist eben fatalerweise proprietär geprägt. Das sieht keine faire Trennung, faire Verteilung vor. Wer hat, soll behalten können. Und nur damit das so bleibt, soll man Gewalt anwenden dürfen. Was macht man dann, wenn die Inkonsequenten so viel haben und selbst der Fall, dass die aktuellen Besitzverhältnisse angefochten und dadurch strittig wurden, man sich aber auf kein Schiedsgericht einigen konnte, wird nicht bedacht und auch der Fall wird nicht bedacht. Da zählt nur der aktuelle Besitz.
egal wie zustande gekommen. Das ist inkonsequent und führt fast zwangsläufig zu Krieg, wenn man sich darauf gegen einen mächtigen bis hinreichend starken beruft und gegen eine Atommacht. Ist dann die Frage, wie viele Atomschläge man anstellt. Und das andere aktuelle Problemgewächs sind die Freimarktverträge wie TTIP, GITA und Co. oder das Freiheitsregime des EU-Binnenmarkts oder die neuen Länderfinanzausgleichsverträge. Da geht es in einer Kooperation der proprietär besorgten Staaten, Regionen mit den aktuell besten Standortbedingungen und den entsprechend besorgten Reichen nur darum, sein Vermögen und die Einkünfte daraus oder eben die Einkünfte aus den Standorten vor dem Zugriff oder dem Tauschabbruch der anderen Staaten zu schützen. Ja, also die mit Einkünften aus Arbeit wohl relativ viel haben, die können dann natürlich auch noch dazu zählen. Aber eben ohne gleichzeitig einen neuen handlungsfähigen Staat dieser Besorgten aufzubauen. Das ist inkonsequent. Dann wird man früher oder später in eine Situation geraten, in der man nicht handlungsfähig, weil alleine nicht mal stark genug ist. Aber naja, sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich für meinen Teil strebe eine nachhaltige Kooperative genug für alle und eher bedarfsgleich Staatler Ordnung an, wie oben und sonst von mir bereits beschrieben.